Mehrere Verletzte auf Golanhöhen. Israel feuert Raketen auf Ziele in Syrien. Syrien meldet erneute Luftschläge Israels. Dessen Militärführung bestätigt die Angriffe, spricht von Vergeltung. Syrische Flugabwehrsysteme hätten zuvor auf einen israelischen Kampfjet während eines Routineflugs im Norden Israels gefeuert. Syrien hat Israel vorgeworfen, bei einem Raketenangriff mehrere Menschen verletzt zu haben. Eine israelische Rakete habe ein Militärfahrzeug in der syrischen Provinz Qunaitra getroffen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Das israelische Militär bestätigte einen Luftangriff auf Syrien. Dabei habe es sich um einen Vergeltungsschlag gehandelt. Syrische Flugabwehrsysteme hätten zuvor auf einen israelischen Kampfjet während eines Routineflugs im Norden Israels gefeuert, hieß es. Zu Qunaitra gehören auch die größtenteils von Israel besetzten Golanhöhen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, Israel habe die Rakete Berichten zufolge aus dem besetzten Teil der Golanhöhen